Interalpin TV unterwegs. Heute zu Gast in der Tiroler Zugspitz Arena und auf der Ehrwalder Alm. Interalpin TV im Gespräch mit Franz Denk. Herr Denk, wie groß sehen Sie die Bedeutung der Interalpin für die heimische Seilbahnwirtschaft? Sehr groß, es ist eine sehr wichtige Messe für uns. Nachdem wir in Tirol am meisten Skiathletes von ganz Österreich haben, soll es auch so sein, dass die größte alpine Messe auch hier in Tirol stattfindet. Die Berggastronomie ist essentiell wichtig für die Seilbahnwirtschaft und für die Seilbahn als solches. Wir befinden uns hier auf der Ehrwalder Alm vor dem Tiroler Haus. Was für Erfahrungen haben Sie seit der Öffnung im Dezember? Die Erwartungshaltung unserer Gäste ist sehr groß und deshalb haben wir das Tiroler Haus mit der Erlebnisgastronomie geschaffen. Es ist ein Selbstbedienungsteil, eine Bar-Lounge und ein Bedienungsteil. Sogar in die WC-Anlagen wurden von uns Rolltreppen errichtet. Grüß Gott, dürfen Sie kurz was fragen? Wie gefällt Ihnen das mit der Idee mit der Rolltreppe zu den Toilettenanlagen? Die ist einfach nur der Hammer, diese Idee. Man fühlt sich einfach sicherer als Skifahrer wie auch als Wanderer. Das ist einfach super. Ich fühle mich einfach sehr geborgen da auf dieser Rolltreppe und fühle mich sehr sicher dabei. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß beim heutigen Skitag. Vielen Dank. Tschüss. Wir sehen uns auf der Interalpin in Innsbruck. Jo! Wir sehen uns auf der Interalpin in Innsbruck.